false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Proverbs 19:5. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich mache heute die offiziell zweite Lesung aus dem Buch Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kropialka, das aber eigentlich die vierte ist, weil ich war gestern, heute ist Sabbat, der 13. Mai 2017, in meiner Garage, in meiner Werkstatt, habe mein Auto reparieren lassen, habe in der Zwischenzeit Kapitel 3 aufgenommen, weil ich gar nicht darüber nachgedacht hatte, dass ich Kapitel 1 noch gar nicht fertig hatte. Und Kapitel 2 habe ich ja sowieso vorher aufgenommen. Wie ihr wisst, das ist ja das Video, das heute im Grunde rausgekommen ist auf meinem YouTube-Kanal hier, ein satirischer Blick auf biblische Geschichte und aus ökumenischer Sicht. Das war ja im Grunde das, was ich als erstes rausgebracht hatte. Und dann halt Kapitel 1, den ersten Teil, was ihr hier vorgehört habt. Und dann habe ich halt fälschlicherweise Kapitel 3 aufgenommen, weil ich dachte, ich wäre da. So, man sollte sich ab und zu mal seine Noten sich angucken, wenn man das da reinschreibt. Nur auf jeden Fall lesen wir heute weiter in dem Buch Ökumene und Weltregierung. Wir sind immer noch im ersten Kapitel, das heißt die Stimme der Toten. In dem Unterkapitel Evangelium und Politik. Und ich hoffe mal, dass wir das innerhalb von einer Stunde klar kriegen, also fertig kriegen, dass ich das ganz durchlesen kann. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet, die werden in der Zwischenzeit durchlaufen und so habt ihr ein paar Bilder anzuschauen, während ich das hier lese. Und ich wünsche euch ein gutes Lernen, weil es geht nicht um Vergnügen, es geht nicht um Spaß haben. Natürlich muss es auch ein bisschen Spaß machen, da muss man positiv sein, aber es geht vor allen Dingen darüber, dass wir etwas lernen. Dass wir darüber lernen, wie tiefgreifend die ökumenische Bewegung eigentlich ist. Und dass durch diese ökumenische Bewegung und damit einhergehend die Falschlehre des zukünftigen Antichristen, wie viele Leute dadurch im Grunde betrogen werden. Ja? Wie tief dieser Irrtum geht, wie tief dieser Betrug geht, das habe ich ja gezeigt in meinen Videos, der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Aber gut, wir lesen jetzt mal in dem Buch weiter. In dem Buch Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kropialka, Untertitel hier Evangelium und Politik im ersten Kapitel, das heißt die Stimme der Toten. Der Ökumeniker K.M. Beckmann schreibt, Zitat, manche meinen, Christentum habe mit Politik überhaupt nichts zu tun. Und diese Meinung ist ganz sicher falsch. Das predige ich ja schon ein Leben lang, dass Christentum, zwischen Anführungsstrichen, römischer Katholizismus an erster Stelle eine politische Kraft ist. Naja. Der Herr Beckmann schreibt weiterhin, der ÖRK und die Kirchen sollen Widerstandsbewegungen einschließlich Revolutionen unterstützen. Die Fragen von deutscher Seite, ob der ÖRK mit der Gewichtigkeit der Rassenfrage völlig unangemessen, die Fragen von deutscher Seite, ob der ÖRK mit dieser Entscheidung Jesus Christus verraten habe, sind angesichts der Gewichtigkeit der Rassenfrage völlig unangemessen. Der Kampf gegen den Rassismus, dessen Notwendigkeit in der Ökumene unbestritten ist, kann nicht warten, bis die hier angeschnittenen Fragen theologisch und dogmatisch eindeutig geklärt sind. Das ist also ein Zitat von Beckmann aus dem sein Buch »Die Rassenfrage als Weltproblem«. Seite 17, 18 und so weiter.
Der ÖRK ist von Worten zu Taten übergegangen. Er hat den Schritt vom Reden zum Tun vollzogen. Als ich diese Worte las, musste ich unwillkürlich an das Bild des Tieres denken, das durch die Offenbarung Jesu Christi in Offenbarung 13 beschrieben ist. Ja, da musste er dran denken. An Offenbarung. Die 8 Merkmale weisen deutlich auf diese Weltgemeinschaft der Kirchen als Erfüllung der Vorhersage Jesu hin. Hier heißt es, dass dieses Bild zunächst leblos ist, dann aber den Geist erhält und lebt. Es ist der Geist der Weltmächte vor und neben ihm, der Geist der Politik, der Geist der Herrschaft und der Gewalt. Dass des Tieres Bild redete und machte, dass alle, welche nicht das Bild anbeteten, getötet würden. Aus Offenbarung 13, Vers 15. Die buchstäbliche Erfüllung dieser prophetischen Worte Jesu haben wir nun hier in Afrika selbst vor Augen. Die tödlichen Auswirkungen der christlichen Politik. Also das Wort christlich, wie gesagt, würde ich immer mit Anführungsstrichen versehen und erstmal testen, ob da nicht doch wieder wie meistens Katholizismus mitgebraucht ist oder gemeint ist. In dem blutigen Freiheitskampf geschahen solch entsetzliche Grausamkeiten, wie ich sie nicht zu schildern wage. Unsere Missionsstation in Yasura wurde überfallen. 40 Schüler wurden über die Grenze nach Mosambik verschleppt, um dort durch Zwang als Guerillakämpfer ausgebildet zu werden. 16 von ihnen kamen in Gefechten beim Überschreiten der Grenze ums Leben. Die Terroristen hatten es besonders auf unsere Gemeindeleiter abgesehen. 5 wurden erschossen und durften zur Abschreckung nicht begraben werden. Viele Gemeindemitglieder erlitten grausames Unrecht. Die Straßen waren von Freischärlern vermint und brachten vielen Unschuldigen den Tod. Omnibusse, beladen mit schwarzen Arbeitern, wurden in die Luft gesprengt. Entsetzlich war jedes Mal das Blutbad nach solch einer Explosion. Eine eingeborene Frau tat auf eine Tellermine, die im Sand der Straße von den Terroristen verscharrt worden war. Man fand von ihr nur noch einige blutige Fetzen an den umliegenden Bäumen. So ereigneten sich jeden Tag neue Gräueltaten. Am schlimmsten waren die Folterungen der Gefangenen auf beiden kämpfenden Seiten. Diese Grausamkeiten spotten jeder Beschreibung. Unsere Station Solusi wurde überfallen und die Gelder geraubt. Alle standen ständig in Lebensgefahr. Autos konnten nicht mehr einzeln auf den Straßen fahren. Es wurden Konvois gebildet. Voran fuhr stets ein Panzerwagen, der nach unten zu spitz verlief, um die Explosion einer Mine abzulenken. Hinten im Konvoi fuhr ein zweiter Minenabwehrpanzer, der dann nach vorn rückte, sobald der erste getroffen worden war und ausfiel, wenn das Fahrwerk durch die Mine zerstört wurde. Alle Missionare mussten schließlich die Station verlassen. Die Schulen wurden geschlossen, das Missionswerk kam zum Stillstand. Christus hat die Menschen geheilt und niemand verwundet oder gar getötet, wenn er nicht seiner Meinung war. Er hat sein Leben für uns gegeben, aber er hat niemand das Leben genommen. Gewalt gegen Gewalt, wie es die Ökumene vertritt, war nie von ihm gelehrt worden. Er warnte dringend vor Gewaltanwendung. Zitat: Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Ende Zitat. Widerstrebet nicht dem Übel, das heißt, leistet keinen Widerstand, wie wir in Matthäus Kapitel 26, Vers 52 und Kapitel 5, Vers 39 lesen können. Die Grundlage für die Einheit der Kirchen. Heute wird eine Ökumene, also eine Weltgemeinschaft, angestrebt, eine Verbindung aller christlichen Kirchen auf der Erde. Es ist nur bedauerlich, dass es keine Christusgemeinschaft ist. Nicht die Christen kommen aus Liebe zueinander hier zusammen, sondern die offiziellen Vertreter der christlichen Kirchen. Ein gemeinsames schriftliches Bekenntnis zu Christus bildet die Grundlage für diese Konferenzen. Zitat: Der Ökumenische Rat ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Jesus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ende Zitat aus dem Informationsblatt Der Ökumenische Rat der Kirchen vom Mai 1993. Wie die einzelnen Kirchen aber die frohe Botschaft von Christus verstehen und verwirklichen, bleibt ihnen vollkommen selbst überlassen, wenn sie nur in dem geschriebenen allgemeinen Bekenntnis zu Christus formal übereinstimmen.
Alles hängt davon ab, wie die betreffende Kirche die Heilige Schrift auslegt. Diese verschiedenen Auslegungen lassen sogar zu, dass man zur Waffe greift und den anderen tötet, weil man dies als Zeugnis für Christus versteht. Das Programm zur Bekämpfung des Rassismus, PBR, hat den Kirchen die Augen geöffnet, dass wahre Diakonie über Wohltätigkeit hinausgehen kann, wenn sie die Ursachen des Leidens in Angriff nimmt. Es hat ihnen die Erkenntnis vermittelt, dass praktizierte Solidarität mit Unterdrückten der Welt nicht nur ein notwendiger sozialer Dienst ist, sondern auch Teil ihres Zeugnisses für Christus. Ein Zitat, das von Hessler auf Seite 106 kommt. So bleibt das geforderte Bekenntnis zu Christus leider nur eine Formsache, ein Formalbekenntnis, keine Herzenssache, kein Realbekenntnis. Christus und sein Wort der Gewaltlosigkeit sind vergessen. Und jeder interpretiert das halt so, wie er das möchte. Und was ist die Schuld daran? Dass selbst wenn ich Sola Scriptura sage, dass ich durch all diese verschiedenen Bibeln, die ich kaufen kann, und die Bibeln sich selbst überall in widersprechen, ich ja gar nicht mehr weiß, was überhaupt das Wort des Gottes überhaupt noch ist. Und deswegen bleibe ich immer wieder darauf drücken, eine Bibel, und die sollte die Basis sein. Und die eine Bibel ist die König-James-Bibel von 1611. Alle anderen Bibeln sind korrumpiert. Ganz einfach. Deswegen kommt es dann nur zu einem Formalbekenntnis und nicht zu einem Realbekenntnis, wie der Autor hier sagt. Die Menschenrechte sind eine weitere Grundlage dieser, wie wir erkennen können, namenschristlichen Weltgemeinschaft. Es ergibt sich dabei nur die Frage, ob die Vertreter dieser Prinzipien nicht selbst dagegen verstoßen, indem sie dem Menschen das Recht auf Leben absprechen, der nicht der gleichen Meinung ist. Jeder Mensch sollte zu seinem Recht kommen, das steht unbedingt im Vordergrund. Zweitrangig ist, dass Gott zu seinem Recht kommt. Das erwartete Reich Gottes wird als sein Reich auf dieser Erde bezeichnet, eine Art Wiederherstellung des verlorenen Paradieses. Menschliche Gerechtigkeit, Friede und Bürgerlichkeit sind die Grundtöne in dem Choral des sozialen Evangeliums, der Theologie der Befreiung, Kardinal Bellarmine, und der Theologie der Revolution. Das bedeutet, dass alle Unterdrücker der so formulierten Menschenrechte mit Gewalt und Waffen bekämpft werden sollen. Praktisch aber sieht es dann so aus, dass über den Leichen ihrer Gegner die christlichen Sieger ihren Sieg für den Frieden und die Gerechtigkeit feiern. Das ist gewiss hart ausgedrückt, doch die Wirklichkeit ist ja noch viel härter. Mir scheint, dass wir als Christen hier tief beschämt vor dem Nicht-Christen Mahatma Gandhi stehen, der von Jesus die Gewaltlosigkeit nicht nur gelernt, sondern sie auch verwirklicht hatte. Naja. Bin ich nicht ganz mit einverstanden mit dem Autor hier, weil da kann man genauso gut sagen von, ja, dann müssen wir uns ja genauso verneigen vor Buddha. Ne? Der war ja auch einer, der Gewaltlosigkeit und sowas gepredigt hat und alles drum und dran. Aber eben immer noch basiert auf der, zwischen Anführungsstrichen, Weisheit des Menschen und nicht auf der Weisheit des Schöpfergottes. Das ist der große Unterschied. Aufgrund meiner Forschungen in Indien bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen. Die Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, lernte Gandhi von Christus. Das sagt der Autor, da bin ich nicht mit einverstanden. Weil wenn er von Christus die Gewaltlosigkeit gelernt hätte, dann hätte er ja vielleicht auch ein paar andere interessante Dinge von Christus gelernt und hätte vielleicht die Bibel gelehrt, anstatt seine Lehren. Gandhi war eine gesteuerte Puppe. Also die Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, lernte Gandhi von Christus. Da bin ich halt nicht mit einverstanden. Im krassen Gegensatz dazu steht das christliche Programm des Ökumenischen Rates der Kirche mit der Aufforderung, die Menschen zu töten, die sich seiner Auffassung nicht fügen wollen. Ja, da bin ich natürlich auch nicht mit einverstanden. Der Weg ist eben wie immer nur der Weg der Bibel. Und weder Gandhi noch der Ökumenische Rat der Kirchen geht den Weg der Bibel. Das muss man doch mal ganz einfach so sehen. Gandhi ist seinen Weg gegangen. Und der Ökumenische Rat der Kirchen geht seinen Weg, den gnostischen Weg, nicht den Weg der Bibel.
Der Weg der Bibel, das Wort Gottes, ist der einzig wahre Weg. Wie Christus gesagt hatte: Ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Christen und Kommunisten an einer Front. Der Kommunismus war in diesem Befreiungskampf Bundesgenosse. Das erstaunt umso mehr, als diese Weltanschauung nicht nur die Weltrevolution anstrebte, sondern auch zum Kampf gegen Gott und gegen Christus angetreten war und im Laufe ihrer Geschichte 50 Millionen seiner Gegner liquidiert hatte. Ja, meine lieben deutschen Zuhörer, fallen euch da jetzt die Schuppen aus den Ohren? Was? 50 Millionen der Gegner des Kommunismus wurden liquidiert? Warum hört man denn niemals von diesem Holocaust? Und abgesehen davon, von dem in China durch Mao Zedong auch Abermillionen Menschen, die damals ihr Leben lassen mussten dafür. Und wir sprechen hier im Lauf der Geschichte des Kommunismus 50 Millionen Gegner liquidiert. Da sprechen wir vor allen Dingen von den Gulags, diesen Arbeitslagern in der Sowjetunion zur Zeit Stalins. Aber da spricht heute kein Mensch drüber. Den gedenkt kein Mensch. Aber dem Holocaust, den die Deutschen den Juden besorgt haben sollen, dem wird immer gedacht, weil Israel eben der Kern der jesuitischen Zukunftslüge darstellt. Das muss man sich immer daran erinnern. Ja? Nur weil die Deutschen den Holocaust an den Juden ausgeführt haben, sind die ganzen Juden nach Israel gegangen. Gibt es einen Staat von Israel und hat der Papst die Möglichkeit, da seine 70. Woche von Daniel wiederzuspielen, die Jesus Christus vor 2000 Jahren komplett erfüllt hat. Mit einem Antichristen, der auf einmal hier in die Welt gesetzt wird, der einen Friedensvertrag mit den Juden schließt und dann nach 3,5 Jahren diesen Friedensvertrag bricht und die Opfer und die Speisopfer aufhören lässt und die ganze Welt mit dem Finger weisen und sagen, guck, da ist der Antichrist, weil so haben sie uns das in der 70. Woche von Daniel gelernt. Wobei die 70. Woche von Daniel überhaupt nicht vom Antichristen handelt, sondern nur vom Messias. Ich habe ja auch gesagt, als ich die Sendung gemacht habe, ich gehe da in allen meinen zukünftigen Sendungen drauf ein. Das ist nun mal die größte Lüge überhaupt. Denn wenn ich nicht verstehe, dass die 70. Woche von Daniel komplett durch Jesus Christus vor 2000 Jahren erfüllt wurde, dann akzeptiere ich einen anderen Christen. Nicht den Christen, den Daniel prophezeit hat, den Christus, den die Bibel prophezeit hat. Und das nicht nur in Daniel, sondern noch in vielen, vielen anderen Büchern. Es gibt hunderte von Prophezeiungen über Jesus Christus, angefangen von Genesis Kapitel 3, Vers 15, bis zum Ende des sogenannten Alten Testaments, wo Jesus angekündigt wurde. Und wenn ich nicht akzeptiere, dass Jesus die Erfüllung der 70. Woche von Daniel war, dann akzeptiere ich nicht den Jesus aus der Bibel. Und genau das will der Antichrist ja erreichen. Was der Papst letztes Jahr sagte, dass Jesus am Christus gefehlt hat, ja, also versagt hat, ja, Failure of the Cross, ja, Christus hat am Kreuz versagt, das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass sie den Jesus Christus der Bibel leugnen und einen anderen Jesus lehren. Das sollte man langsam doch mal begriffen haben. Naja, also, wir lasen gerade, dass der Kommunismus im Kampf gegen Gott und gegen Christus angetreten war und im Laufe der Geschichte 50 Millionen seiner Gegner liquidiert hatte. Die gleiche totalitäre Haltung finden wir auch bei der christlichen Institution, die im Mittelalter ebenso 50 Millionen religiös Andersdenkende ums Leben gebracht hatte. Da sprechen wir also von der Inquisition, und die 50 Millionen sind nur eine ganz kleine Zahl. Nun beginnt das Gleiche bei der Ökumene. Die Opfer in Afrika zeigen es deutlich. Wahrlich, der 30-jährige Krieg war wiederbelebt worden. Christen mordeten Christen und, wie sie behaupten, um Christi willen. Das hat Jesus doch damals auch gesagt. Sie werden euch aus der Synagoge setzen, sie werden euch verfolgen, sie werden euch umbringen und sie werden denken, sie tun
Gottes Werk. Der größte Feind eines bibelgläubigen Christen sind die charismatischen und evangelischen ökumenischen Christen, die gehirngewaschen auf alles losgehen, was nicht ihrer Meinung ist. Die wirklichen Christen werden von den angeblichen Christen verfolgt werden in der Zukunft. Mit Erstaunen lese ich weiter in der oben angeführten Dokumentation des EPD. Zitat: Der Bund der evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik hat 1971 und 1973 hier eine größere Aktion zur Bewusstseinsbildung und eine Spendensammlung durchgeführt. Ungefähr 1,5 Millionen Mark kamen aus den Gemeinden zusammen und wurden in Kooperation mit dem Afro-Asiatischen Solidaritätskomitee für humanitäre Programme der Befreiungsbewegung im südlichen Afrika verwandt. Die Regierungen und Solidaritätskomitees der sozialistischen Länder gaben dem Kampf der Befreiungsbewegung ihre materielle und moralische Unterstützung. Ende Zitat. Möglicherweise hat auch der ÖRK gezögert, mehr Unterstützung durch die Kirchen der sozialistischen Länder anzustreben. Aufgrund des häufig geäußerten Verdachts, dass das Programm zur Bekämpfung des Rassismus kommunistisch inspiriert ist. Die PBR-Kommission, also Programm zur Bekämpfung des Rassismus, die PBR-Kommission hat jedoch den Wunsch nach verstärkter Zusammenarbeit mit diesen Kirchen 1973 bei seiner vierten Sitzung ausdrücklich ausgesprochen. Die Zweckbestimmung der humanitären Hilfe ist von den Empfängern dieser Gelder offensichtlich nicht beachtet worden und wurde auch nicht von den Geldgebern kontrolliert. Mit den Zuwendungen sollen in erster Linie Organisationen unterstützt werden, die den Rassismus direkt bekämpfen und nicht so sehr Wohlfahrtsverbände. Diese Zuwendungen sind an keinerlei Kontrolle über den Verwendungszweck gebunden. Bei der Auswahl der übrigen Gebiete wurden jene berücksichtigt, in denen intensiv gekämpft wird. Ein Zitat aus dem Protokoll des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen, Sonderfonds Zuwendungen von 1976. Nun gab es in der ehemaligen DDR die AGCK, die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen, in der als Mitglieder oder Beobachter fast sämtliche Kirchen und Gemeinschaften zusammengeschlossen waren. Natürlich, in der DDR war alles zentralisiert, und zwar wusste das jeder. Bei uns ist auch alles zentralisiert, nur bei uns will es keiner wahrhaben. Haben Sie in Ihren Sitzungen die Stimme der Toten nicht hören können, die dank der Kirchengelder von den Befreiungsbewegungen ermordet wurden? Haben diese Kirchen und Gemeinschaften dagegen protestiert? Oder haben sie geschwiegen? Braucht es zum Sieg des Bösen nur gute Menschen, die es nicht wagen, den Mund aufzumachen? Getötet wurden doch Angehörige der Kirchen, die hier in der DDR an einem Tisch saßen, ihre Brüder und Schwestern in Afrika, Eingeborene und Missionare. Wie sollte ich als Missionar diese Widersprüche verstehen können? Waren die Vertreter der AGCK in der DDR vielleicht ohne Information über die Geschehnisse in Afrika? Ich hatte einige Male Gelegenheit, in der DDR einen Bericht über meine Erlebnisse in Afrika mit den Auswirkungen des Rassismusprogramms abzugeben. Doch diese Versammlungen waren nicht öffentlich, weil ich keine polizeiliche Sprecherlaubnis hatte. So lud zum Beispiel der Pastor der Adventgemeinde in Leipzig seine Gemeindemitglieder alle durch Mundpropaganda privat zu sich in den Gemeindesaal zu meinem Vortrag ein. Ich weiß, was er dabei riskierte, denn die Stasi hatte helle Ohren. Unbekannt war jedoch den Bewohnern der ehemaligen DDR der Befreiungskampf in Afrika nicht, denn sie hatten ja dafür in den Kirchen gespendet. Das Schweigen der AGCK zu den Morden in Afrika ist nur erklärlich, wenn man versteht, dass man dem Ökumenischen Rat der Kirchen vertraut hatte und sich mit dem Programm zur Bekämpfung des Rassismus solidarisch erklärte. Ich habe in diesem mörderischen Krieg die Waffen der Befreiungsbewegung gesehen. Es waren Waffen, die in den sozialistischen Ländern hergestellt worden waren. M.M. Thomas, der Vorsitzende des Zentralausschusses und des Exekutivausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf, bekannte bei einem Empfang bei der Regierung der DDR in Ost-Berlin im März 1973, Zitat: Ich bin Christ und Kommunist. Aha.
Ich bin Christ und Kommunist. Seine Vorträge bei den Versammlungen des ÖRK in Genf 1966, in Neu-Delhi 1961, in Uppsala 1968, in Bangkok 73, in Utrecht 72 und in Genf 1973 zeigten seine Einstellung und waren nicht wirkungslos. Wir hören auf einige warnende Stimmen. Arnold T. Olsen, Präsident Bibelgläubige Freikirche Amerikas, heißt Evangelical Free Church of America. Zitat: Die Aufnahme der orthodoxen Kirchen des Ostens hat zur Folge, dass dieser Block nunmehr der stärkste in dem Weltrat ist. Also da geht es um die Aufnahme der östlichen orthodoxen Kirchen. Das ist ja nur eine Abtrennung der westlichen katholischen Kirche. Die sind genauso katholisch, ja, davon mal abgesehen. Dass dieser Block nunmehr der stärkste in dem Weltrat ist, in dem Weltrat, in dem Weltkirchenrat, da spricht er von. Der Sprecher für die russisch-orthodoxe Kirche vertritt die kommunistische Linie. Der Verdacht, dass die russisch-orthodoxe Kirche ein Werkzeug des Kommunismus ist, um die Entscheidungen des Weltrates zu beeinflussen und dass dieser Einfluss sich zu einem immer fühlbareren Druck verstärken wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist merkwürdig, fährt Arnold T. Olsen fort, diese Entwicklung zu sehen, nachdem doch der Kommunismus sich gebrüstet hat, dass er die Religion ausgerottet hat. Heute führt die russisch-orthodoxe Kirche 25 bis 50 Millionen Mitglieder auf. Die rumänische Kirche zählt 13 Millionen. Bulgarien gibt 6 Millionen Mitglieder der orthodoxen Kirche an. Es ist ohne weiteres klar, dass die Kirchen hinter dem eisernen Vorhang bald der entscheidende Machtfaktor in dem Weltrat sein werden. Ende Zitat von Arnold T. Olsen. Es ist ohne weiteres klar, dass die Kirchen hinter dem eisernen Vorhang bald der entscheidende Machtfaktor in dem Weltrat sein werden. Ja. Und wenn die katholisch-orthodoxe Kirche da der entscheidende Machtfaktor ist und die orthodoxe Kirche aus dem Osten sich zurückverbindet über den Weltkirchenrat mit der westlichen katholischen Kirche, also der römisch-katholischen Kirche, wer regiert denn dann? Wer regiert denn dann? Hallo, denkt doch mal ein wenig. Genau, die römisch-katholische Kirche, die regiert dann. Charles C. Ryrie, Präsident Bible College in Philadelphia, Zitat: Die Entwicklung, die ich sehe, ist der immer verstärkte Druck der kommunistischen Propaganda. Denn die Autoritäten Russlands werden niemals einer Gruppe, auch nicht der russisch-orthodoxen Kirche, erlauben, sich von der Linie der Partei zu entfernen oder sie nicht klar zu vertreten. Ende Zitat. Ein weiteres Zitat aus dem Buch von Kühnert, Seite 144. Auf der Arnoldsheimer Konferenz war in einer überaus befremdlichen Weise die Rede von der Größe des Vorsitzenden Mao, seiner moralischen Energie, großen Leistungen, erstaunlichen Fortschritten. Kein Wort von den Blutopfern des Systems, den Leiden der Inhaftierten, der seelisch Gequälten und Bedrängten. Ende Zitat. Professor Needham aus Cambridge schreibt in dem Dokument des ÖRK in Genf über den Mao-Taumel Anticipation 1973 auf Seite 29, Zitat: Mein Ideal ist ein praktischer Sozialismus und wenn man so will, am Ende ein Kommunismus. Ende Zitat. Vergessen ist die Stimme der Toten in China. Mehr als 3000 Missionare sind dort durch Gefängnis, Folter und öffentliche Massengerichte ums Leben gebracht worden. Dennoch feiert der ÖRK die Erfolge des Maoismus in China. Macht er sich damit nicht mitschuldig an den Blutopfern der christlichen Missionare? Die Theologie der Befreiung und der Revolution. Die Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen unterhielten im ehemaligen Rhodesien Kontakte mit den Kämpfern der Befreiungsbewegung aufrecht. Ebenso taten es die Vertreter des Papstes.
Ich besuchte mitten in diesem Befreiungskrieg das Büro der päpstlichen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden. Also wenn das nicht ein Widerspruch in sich selbst ist, eine päpstliche Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, das ist ja genauso, wie wenn ich sage, man kann Salz als Zucker gebrauchen. In der Hauptstadt Salisbury. Dort erzählte man mir ganz offen von geheimen Verbindungen dieser Kommission mit den Kämpfern der Frelimo und anderen Guerillakämpfern. Ja, wir wissen ja, dass wir in diesem Buch auch sprechen über wer finanzierte mit die Freiheitsbewegung Frelimo, die hier jetzt mal erwähnt wird. Das Buch dieser päpstlichen Organisation über die Grausamkeiten und Folterungen im Buschkrieg mit dem Titel Civil War in Rhodesia, also Bürgerkrieg in Rhodesien, wurde in allen kommunistischen Buchhandlungen in England verkauft. Das kann man lesen in Avril Manhattans Buch The Vatican-Moscow-Washington Alliance, ein Buch von 1982. Jedes Buch von Avril Manhattan, das ihr in die Finger kriegen könnt, rate ich an zu lesen. Ich werde da in der Zukunft auch noch viel Gebrauch von machen, weil ich mache viele Zitate draus, ich habe in viele Bücher schon reingeschaut, ich habe noch kein einziges ganz gelesen. Und ich glaube, das erste Buch von Avril Manhattan, das ich ganz lesen werde, das wird sein Vietnam. Why did we go? Diese Bücher sind in Deutsch nicht verfügbar. Wenn jedoch jemand dieses Video jetzt gerade schaut oder dieses Audio von dem Video hört und er ist in der Lage, solche Bücher qualitativ gut zu übersetzen aus dem Englischen ins Deutsche, dann nehme er doch bitte mit mir Kontakt auf. Ich erkläre mich dann gerne bereit, die Videos dazu zu machen und diese Bücher offiziell auf meinem YouTube-Kanal zu lesen in Deutsch. Aber ich übersetze die Bücher nicht. Da fange ich nicht mit an. Der Leiter dieser Kommission war Bischof Lamont, der schließlich von der Regierung des Landes verwiesen wurde. Also beschloss ich selbst, mit ihm zu sprechen. Wenn Sie noch 20 Schritte weitergehen, sind Sie schon in Mosambik, warnte Bischof Lamont, den ich in seinem Haus besuchte, das direkt an der Grenze von Mosambik stand. Sein Garten gehörte schon zum Nachbarland. Er nahm eine krasse politische Stellung gegen die Regierung ein und kritisierte sie mit harten Worten. Er hatte eine Besprechung mit Papst Paul VI. In Rom. Zitat, der Heilige Vater war über unsere Situation gut unterrichtet, berichtet er. Der Papst sagte vor meiner kürzlichen Gerichtsverhandlung, halten Sie Ihre Meinung nicht zurück, ich stehe hinter Ihnen. Kann man auch nachlesen in Avril Manhattans eben genannten Buch. Für seine Unterstützung der marxistischen Guerillakämpfer hatte ihm die katholische Bischofskonferenz in den Vereinigten Staaten unter Bischof J. Rausch einen Scheck über $5.000 als erste Hilfeleistung gesandt. Als ich dann einige Tage später die ermordeten Missionare von Bischof Lamont auf der St. Paul-Missionsstation Musami in ihrem Blut liegen sah, dachte ich an die warnenden Worte unseres Herrn Jesus Christus. Zitat, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Hätten die Stimmen der Toten diesen Bischof nicht an jene Worte seines Herrn Jesus Christus erinnern können? Die katholische Haltung den marxistischen Befreiungsorganisationen gegenüber war eine ambivalente. Einerseits bekämpfte der Vatikan den Kommunismus, andererseits unterstützte er diese kommunistischen Organisationen in Afrika im Hinblick auf ihre zukünftige Unabhängigkeit, um seinen Einfluss dann nicht ganz zu verlieren. Mir war diese zweigleisige Politik etwas schleierhaft und das Wort ambivalent von Avril Manhattan schien zutreffend. Die Frage, die der Kobialka sich hier stellt, nach dem Motto mit dem Kommunismus, einerseits wird er bekämpft der Vatikan den Kommunismus, andererseits unterstützt er ihn, das verstehe ich nicht. Ja, wenn der Herr Kobialka sich dann mal mit den Jesuiten beschäftigt hätte, dann wüsste er, dass die Jesuiten den Kommunismus gegründet haben. Basierend auf den Reductiones in Paraguay im 16. und 17. Jahrhundert haben sie damals die russische Revolution eingeleitet, haben Rache genommen, das Geschlecht des letzten Zaren in Russland umgebracht, wie hießen die noch da? Komme jetzt nicht auf den Namen von dem Zarengeschlecht, ist auch wurscht. Und haben die Revolution eingeleitet und Lenin war Jesuiten geschult. Und Stalin hat mehrere Jahre in Georgien, in Tiflis, an der Jesuitenschule gelernt, ist also auch
von Jesuiten geschult gewesen. Und genauso haben die Jesuiten den Faschismus hochgebracht in Italien und in Deutschland im Dritten Reich. Sie spielen immer beide Seiten mit ihren Puppen. Ja? Schaut, Satan ist der Feind der Menschheit. Und was er macht, ist, er nimmt eine Gruppe seiner Feinde und eine andere Gruppe seiner Feinde und wiegelt die beiden gegeneinander auf und lässt die beiden sich gegenseitig dann kaputt machen. So. Und was heißt das im Endeffekt? Satan gewinnt. So, jetzt setz dir mal anstatt Satan die römisch-katholische Kirche. Das ist genau dasselbe. Die römisch-katholische Kirche nimmt zwei Gruppen, die ihr nicht gut gesinnt sind, zum Beispiel die russischen Orthodoxen, und nimmt eine andere Gruppe, nehmen wir zum Beispiel mal die deutschen Protestanten, wiegelt die beiden gegeneinander auf und dann haben wir den Zweiten Weltkrieg und die Protestanten bringen die Kommunisten und die russischen Orthodoxen um und die Kirche, römisch-katholische Kirche, steht in der Mitte, reibt sich die Hände und sagt: Schön, meine Feinde vernichten sich gegenseitig, so dumm sind die. Und genau so ist das. Und das versteht der Kobialka hier nicht, weil der Kobialka eben nicht, ja, bekannt ist mit der Geschichte der Jesuiten. Müsst ihr mal den Eid der Jesuiten lesen, dann ist das doch alles ganz deutlich, dann sind da gar keine Fragezeichen mehr. Also einerseits bekämpft der Vatikan den Kommunismus, andererseits unterstützt er diese kommunistischen Organisationen in Afrika im Hinblick auf ihre zukünftige Unabhängigkeit, um seinen Einfluss dann nicht ganz zu verlieren. Mir war diese zweigleisige Politik etwas schleierhaft und das Wort ambivalent von Avro Manhattan schien zutreffend. Ja, wenn ihm diese zweigleisige Politik schleierhaft ist, dann heißt das ja nur, dass er nicht richtig begriffen hat, für was der römische Katholizismus überhaupt steht. Dann weiß er nicht, wofür der Vatikan steht, dann weiß er nicht, wer der Antichrist ist. Sagen wir es doch mal so, wie es ist. Und wenn ich nicht weiß, wie der Antichrist ist, ja, dann stehe ich eben vor solchen Sachen und begreife das nicht. Dann kratze ich mir am Kopf und sage von, das ist ja komisch, das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Dabei kann man es lernen, es ist ganz deutlich. Und die Bibel ist da klar genug drüber. Also, Herr Kobialka, Sie hätten vielleicht mal öfter die Bibel in die Hand nehmen sollen, in der Offenbarung lesen sollen, in Daniel lesen sollen, in dem Neuen Testament von Paulus lesen sollen und unter anderem auch ja, eben die Offenbarung damit beinehmen und dann die drei Dinge miteinander kombinieren. Das, was Daniel bereits im Alten Testament sagte, anfügen an das, was Paulus sagte, unter anderem zu den Thessalonikern, ja, 2. Thessaloniker 2, Vers 7 unter anderem. Und dann verbinden mit dem, was Johannes gesagt hat in der Offenbarung. Und wer dann 2 und 2 zusammenzählen kann und dann nicht auf 5 bei rauskommt, der versteht's. Und dann wäre ihm diese zweigleisige Politik nicht mehr schleierhaft gewesen überhaupt. Er hätte vielleicht mehr Bücher von R.F. Manhattan lesen sollen, dann hätte er es vielleicht auch verstanden. Naja, ein psychologisches Wörterbuch erklärt es so. Zitat: Das gleichzeitige Auftreten entgegengesetzter Gefühle, zum Beispiel Hassliebe, eine Mischung aus Zuneigung und Ablehnung. Bei seelisch Gesunden tritt Ambivalenz selten auf, häufiger bei Patienten mit Neurosen und sehr oft bei Schizophrenie. Das lesen wir im Leibold, Wörterbuch der Psychologie, Wiesbaden 1988, Seite 36. Für den gesunden Menschenverstand ist diese Haltung kaum zu begreifen. Der Krieg ist tatsächlich das Traurigste und Dümmste auf dieser Welt, umso mehr, wenn er von, zwischen Anführungsstrichen, Christen geführt oder gutgeheißen wird. Na, welcher Christ kann denn überhaupt einen Krieg führen im Einklang mit dem Wort Gottes? Ob die Schuld der Schreibtischmörder als Befehlende oder als Tatmörder, als ausführende Organe gleich groß ist? Die Phoneusi, die Mörder, so sagt Christus in Offenbarung 21,8, das ist also wohl das griechische Wort dafür, Phoneusi. Die Mörder, so sagt Christus in Offenbarung 21,8, kommen nicht in das Reich Gottes, und zwar weder die Totschläger noch die Verursacher des Mordes. Eine Stelle im Neuen Testament scheint direkt für die Gegenwart geschrieben zu sein. Jedenfalls trifft sie unsere Situation genau.
Christus zeigt in seiner Offenbarung im 6. Kapitel die Seelen unter dem Altar, die erwürgt waren um des Wortes Gottes willen. Es sind keine lebendigen Seelen, wie sie am Anfang der Bibel erwähnt werden, im 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 unter anderem, sondern tote Seelen, wie sie immer wieder in der Bibel genannt werden. Nepesh Met, also tote Seelen, 3. Buch Mose Kapitel 21, Vers 11, 4. Buch Mose Kapitel 6, Vers 6, 19 und 11, 13, 23 und 10 und Hesekiel 18, Vers 4. Symbolisch schreien sie hier zum Himmel, so wie die Stimme des Blutes Abels zum Himmel schrie, als er von seinem Bruder ermordet worden war. 1. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 10. Zitat: Sie schrien mit großer Stimme und sprachen: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Offenbarung, Kapitel 6, Verse 9 und 10. Das ist die Stimme der Toten, die schreien mit großer Stimme. Wird ihre Stimme in den Sitzungen der christlichen Kirchen überhört? Was mag in den Herzen der Männer und Frauen vorgehen, die in dem ökumenischen Rat der Kirchen und in der Ökumene vor Ort der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zusammensitzen? Denn zur gleichen Zeit, wo sie über soziale und ähnliche Fragen und ihr gemeinsames Zeugnis beraten, führen die Mitglieder ihrer Kirchen in anderen Ländern einen blutigen und mörderischen Kampf gegeneinander. Katholiken kämpfen gegen Orthodoxe, Protestanten kämpfen gegen Katholiken, Christen gegen Moslems auf dem Balkan, in Irland und im Libanon. Bomben explodieren in friedlichen Städten und bringen Unschuldige ums Leben. Bomben gelegt von Mitgliedern ihrer Kirchen. Was unternehmen die Kirchenleitungen und Kirchenoberen, um das Blutvergießen zu unterbinden? Müssten sie nicht alle Mitglieder solcher Kirchen in den Kampfgebieten sofort zum Einhalten des Mordens unter Strafe von Exkommunikation und Kirchenausschluss auffordern? Ist hier nicht Schweigen schwere Schuld? So wie die christlichen Kirchen und Gemeinschaften in der ehemaligen DDR zu dem Unrecht in Afrika geschwiegen haben, so schweigen heute alle Kirchen und Gemeinschaften der Ökumene und in der neuen Bundes-ACK zu diesem himmelschreienden Unrecht. Sie hören die Stimme der Toten nicht, die täglich gemordet werden. Nach ihrem Selbstverständnis ist die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen in Deutschland die deutsche Ökumene mit genau demselben Ziel. Die Aufrichtung einer Weltgemeinschaft. Ist das, was heute geschieht und was man stumm und tatenlos geschehen lässt, nicht noch schlimmer als die Auswirkungen des Rassismusprogramms des Ökumenischen Rates in Genf, wie wir sie in Afrika erlebt haben? Kann hier wirklich noch jemand an die Aufrichtigkeit solcher Einigungsbewegungen glauben oder sich mit ihren Zielen identifizieren in einem gemeinsamen Zeugnis? Kein wahrhaft bibelgläubiger Christ kann es sich in irgendeiner Weise gestatten, dass er organisatorisch mit der ökumenischen Bewegung zusammengeschlossen wird. Diese Bewegung lässt offenbar zu viele der fundamentalen Tatsachen des historischen christlichen Glaubens aus. Zitat aus Wasserzugträder, Seite 31. Es gibt Wichtigeres auf dem geistlichen Gebiet als nur eine äußere Vereinigung, bemerkt Charles L. Feinberg vom Talbot Theologischen Seminar in den USA. Es gibt Wichtigeres auf dem geistlichen Gebiet als nur äußere Vereinigung. Ja, wie wäre es mit innerer Vereinigung und wie wäre es mit Vereinigung in der Wahrheit? Nur solche Vereinigung ist die, die auch Jesus Christus nachstrebt. Und nur solche Vereinigung ist die, die Jesus Christus uns gelehrt hat. In Afrika, in der Stadt Harare, sahen wir im Büro des sogenannten christlichen Politikers, des methodistischen Bischofs Mutsureva, einen großen Spruch an der Wand mit dem Inhalt: For evil to triumph, all it needs is good men to be silent. Also alles, was man braucht, damit das Böse siegen kann, sind gute Menschen, die ihren Mund nicht auftun. Christus und die kommende Weltgemeinschaft.
Noch einmal schauen wir das Bild einer Pietà an. Als Buonarroti Michelangelo in der Mitte des 16. Jahrhunderts dieses lebensgroße Standbild schuf, war es gewiss sein bekanntestes Meisterwerk. Er nannte es Pietà, was wohl Mitleid und Barmherzigkeit heißt, aber seither zu einem eigenen Begriff geworden und weltweit als die Pietà von Michelangelo berühmt ist. So schön und ergreifend dieses Bild auch ist, so trägt es doch eine traurige Symbolkraft für unsere Zeit in sich. Vielleicht dürfen wir es auch so verstehen. Christus ist in unserer nachchristlichen Zeit für die Mehrzahl der Menschen tot. Nur noch wenige erleben seine beständige Gegenwart bis an das Ende der Welt. Dennoch bleibt der lebendige, der ewige Pantokrator, der Herr des Weltalls. Er lebt leider auch nicht mehr in den Herzen der Menschen, die seinen Namen tragen, also Christen. Ein soziales Evangelium ersetzt seine reale Gegenwart, mit der er uns alle Tage bis an der Weltende umgibt. Menschen werden in seinem Namen umgebracht, und wird er in ihnen nicht selbst getötet? Nun liegt der Tod in den Armen eines lebendigen Menschen. Hier ist Maria noch lebendig, aber auch sie war ein Mensch und ist gestorben und begraben worden. Ich stand selbst an ihrem Grab, das heute noch besteht und den Pilgern gezeigt wird. Aber hier in dieser Statue versinnbildet sie den lebendigen Menschen. Der Mensch lebt, aber Christus ist tot. Ist sie damit nicht auch ein Symbol für alle menschlichen Bemühungen, die Welt ohne Christus zu retten? Heute ist unsere untergehende Welt dem Herzen Mariens geweiht worden. Man macht damit eine Begrabene wieder lebendig. Der Lebendige und Auferstandene jedoch ist tot. Die Welt ist nicht dem Herzen Christi geweiht worden, sondern dem Herzen der Maria. Die ganze Welt, griechisch Oikumene, ist einem Menschen zugesprochen worden. Die Stimme dieser toten Maria ist laut zu hören, obwohl sie tot ist und selbst nicht mehr sprechen kann. Aber ihre Verehrer sprechen für sie und geben dies als die Botschaft der Maria aus. Macht nicht die Liebe zu der toten Maria blind für die Liebe zu Jesus? Macht sie nicht auch taub für die Stimmen der Toten, die vom Bolschewismus, von der kirchlichen Inquisition, von den Befreiungsbewegungen und den jetzigen Bürgerkriegen umgebracht wurden? Wenig bekannt sind auch die Opfer der christlichen Politik in den von Polen besetzten Gebieten von Weißrussland und der Ukraine nach dem Ersten Weltkrieg. 15 Jahre lang wurden die orthodoxen Minderheiten von ihren katholischen Brüdern verfolgt, gefoltert und zu Tausenden exekutiert. Hier spielten sich unter Anleitung des Vatikans in Polen die schlimmsten Religionsverfolgungen ab, die die neuere Geschichte kennt. Ein Zitat von Avro Manhattan, Der Vatikan und das 20. Jahrhundert, ein Buch von 1960. Dazu kommt nun der Religionskrieg zwischen den gleichen Parteien der Orthodoxen und der römisch-katholischen Kirchen auf dem Balkan. Für die Zukunft der Welt in einer sogenannten christlichen Weltgemeinschaft ist nicht viel Gutes zu erhoffen. Also hier spricht der Autor von dem Krieg Anfang der 90er Jahre in Serbien, Bosnien-Herzegowina, dem ehemaligen Jugoslawien und Kroatien. Und da muss man halt wissen, dass Kroatien ein künstlicher Staat ist, ein katholischer Staat, der bereits im Zweiten Weltkrieg mindestens 1 Million Menschen in Serbien und der Gegend in Jugoslawien umgebracht hat. Konvertiere oder stirb. Ein Thema, das in dem zukünftigen Buch, was ich lesen werde, die verborgene Geschichte der Jesuiten ein bisschen ankommt. Und was ich auch sonst, glaube ich, schon mal hier und da erwähnt habe über die Ustaschi. Da sollte man auch mal das Buch, wenn man Englisch kann, lesen. Behind the Dictators, was ich auf meinem Kanal in Englisch gelesen habe.
Das ist der Religionskrieg zwischen den Parteien der orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche auf dem Balkan. Wobei hier der Autor nicht spricht von den, ja, den Orthodoxen, von den Serben, wo auch Protestanten mit beisitzen, aber die vor allen Dingen eben orthodox sind. Und diese Orthodoxen müssen natürlich von der römisch-katholischen Kirche ausgelöscht werden, weil das sind ihre Feinde. Ja? Und ja, genauso passiert das hier. Nun, sucht nicht die christliche Ökumene, der Weltrat der Kirchen, jetzt durch menschliche Gewalt ein menschliches Reich Gottes auf Erden zu gründen? Erreicht Rom die Hand und beide gehen diesen Weg gemeinsam. Aber Christus ist für sie tot. Noch eine dritte Bewegung zu diesem Zweierbund hinzugekommen. Noch eine dritte Bewegung ist zu diesem Zweierbund hinzugekommen. Es ist die charismatische Bewegung. Von ihr sagte der damalige Generalsekretär des Weltkirchenrates, Dr. Philip Potter, dass sie dem Weltrat der Kirchen bei der Erreichung seines Zieles helfen kann, nämlich die Einheit aller Menschen auf der Welt zu verwirklichen. Der Papst begrüßt die charismatische Bewegung als ein Bindeglied zwischen Rom und der Ökumene in der kosmischen Religion, der Welteinheitsreligion, die direkt vor uns steht, wird er den Vorsitz haben. Diese neue Weltordnung soll bis zum Jahre 2000 Wirklichkeit werden. Die UNO, der Vatikan, die Ökumene und die Charismatiker sind die Bauleute dieser Weltgemeinschaft. Die Bauarbeiten sind so laut, dass die Stimmen der Toten nicht mehr gehört wird. Eine brennende Frage bleibt noch im Blick auf unsere Zukunft. Es betrifft die Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu Christi. Nach den Weissagungen des Neuen Testaments steht sie nun dicht bevor. Alle vorausgesagten Vorzeichen sind eingetroffen. Es ist die einzige Hoffnung für uns Menschen in dem gegenwärtigen Holocaust der Umweltverseuchung. Ist auch diese letzte Hoffnung in den christlichen Kirchen nicht mehr lebendig? Dann ist Christus auch im Blick auf unsere Zukunft tot. Ein sehr, sehr trauriges Bild. Wie müsste das Evangelium aussehen, wenn es heute geschrieben würde? Geschrieben von modern denkenden Menschen. Wenn wir die gegenwärtigen menschlichen Ansichten und Bestrebungen zu Worte kommen ließen, dann entstünde daraus ein ganz anderes Evangelium, als wir es im Neuen Testament kennen. Darum schreibe ich hier eine Legende, die das Evangelium praktisch auf den Kopf stellt. Es ist eine erfundene Geschichte, mit den Augen des heutigen modernen Menschen im Zeitalter der Ökumene gesehen, mitten in den Auswirkungen der Entmythologisierung des sozialen Evangeliums, der Theologie der Befreiung und der Theologie der Revolution auf dem Weg zur Weltgemeinschaft. Vielleicht mag sich der eine oder andere Leser über diese Legende wundern. Sie soll dennoch zum Nachdenken anregen und zum persönlichen Studium des ewigen Evangeliums und zum Blick auf Jesus Christus selbst. Der Autor spricht hier von dem Video, das ich ja bereits als erstes hochgeladen hatte. Ein satirischer Blick auf die biblische Geschichte aus ökumenischer Sicht. Ich habe das hier mal geladen, da könnt ihr das sehen. Und das ist das Video, von dem er hier spricht. Weil er, das ist jetzt, wir sind jetzt am Ende des ersten Kapitels angelangt. Gehen zu Kapitel 2. Und Kapitel 2 heißt Ökumene, Weltgemeinschaft zur Zeit Jesu. Und das ist eben der, wie ich es nannte, satirische Blick auf biblische Geschichte aus ökumenischer Sicht. Das beendet hier das Lesen des ersten Kapitels. Und das zweite habe ich ja schon gelesen. Das dritte habe ich angefangen einzulesen. Und damit ist das hier der Ende des zweiten Teils. Ihr könnt euch, wie gesagt, das Buch besorgen. Das ist frei erhältlich. Die ISSN-Nummer habe ich unten angegeben. Glaube ich auch einen Link, wo man das bestellen kann im Internet. Kostet ein paar Euro. 5, 6 Euro oder sowas. Könnt ihr euch dann zuschicken lassen. Dann könnt ihr mitlesen. Oder ihr könnt es für euch selbst lesen. Braucht ihr mich nicht dabei. Aber ich glaube schon, dass wir eine Menge gerade eben wieder mal gelehrt haben und gemerkt haben, dass Ökumene mit allem was zu tun hat, nur nicht mit einem. Und das ist der Bibel, dem wahren, unverfälschten Wort Gottes. Ja? Und also ich persönlich finde das Buch Ökumene und Weltregierung wirklich lesenswert. Und ich
Muss natürlich hier und da ein paar Sachen rausschneiden, die über 7-Tags-Adventisten gehen. Da war zum Beispiel gerade eben, habe ich übersprungen, ein Zitat von Ellen G. White aus Der große Kampf, weil ich Ellen G. White eben nicht gerne zitiere. Aus dem einfachen Grunde, weil ich nicht wie die 7-Tags-Adventisten Ellen G. White als eine Prophetin akzeptiere und ich mir davon bewusst bin, dass die meisten oder viele ihrer Schreiben Ghostwriter hatten, also dass das nur ihr zugesprochen wird. Das ist genau wie Adolf Hitler. Der hat ja auch nicht Mein Kampf geschrieben, sondern das war der Jesuitenpater Stempfle. Und ich weiß nicht, wer die Bücher von der Ellen G. White geschrieben hat, aber ich möchte diese Falschlehre nicht mit reinnehmen und deswegen schneide ich dir aus meiner Buchlesung raus. Wenn ihr das trotzdem gerne lesen möchtet, weil ihr das vielleicht toll findet oder was auch immer, dann bitteschön. Ich werde niemanden davon abhalten, sein Geld dran zu geben, das Buch zu kaufen und dann selbst ganz durchzulesen, aber ich finde das nicht wichtig hierbei. Schön ist jedenfalls, dass ich jetzt den Übergang gemacht habe zum zweiten Kapitel, wo ich ja das Video gerade eben gezeigt habe. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann müsst ihr einfach nur in der Abspielliste dieses Buches Ökumene und Weltregierung auf das allererste hochgeladene Video zurückgreifen. Das ist das Kapitel 2, das ich jetzt hier angekündigt habe. Und das solltet ihr euch dann nochmal anschauen. Wir machen dann weiter im Kapitel 3, das ich ja bereits gestern aufgenommen habe. Und da geht das Buch jetzt weiter, das in total 111 Seiten hat. Und wie viel wir davon lesen, das werden wir sehen. Wir sind jetzt auf Seite 33 angekommen, Kapitel 2, wenn wir das überspringen, weil das ja das andere Video war. Da geht es weiter auf Seite 46, schon fast in der Hälfte. Ne? Ich danke euch soweit fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag weiterhin. Ich kann noch ein bisschen vom Sabbat genießen. Die Sonne scheint. Ich werde mich noch ein bisschen in die Sonne setzen und freue mich darauf, euch bald wiederzusehen oder zu hören oder zu sprechen, auch über die Kommentarfunktion des Videos. Und bis zum nächsten Mal. Jockler66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. We must start at the foot of the cross. For our souls in danger, we're at loss. And when we kneel in that awesome place, at that very moment, you'll feel God's grace. Friend, let me tell you, you need to know, there is heaven, also hell below. Christ died on that cross to set you free from your vile sins and hell's agony. God's enemy without the cross. Reject Christ and to God your dross. To the prison of hell he will send, just Christ's work on the cross makes amends. God hates those who try to enter in, the gates of heaven still full of sin. Only his Son can take sin away, go to the foot of the cross this day. God has provided only one way to enter heaven's wondrous array. Accept what Jesus did for us all. He paid our debt, so hell won't befall. Go to the foot of the cross this day. His precious blood washes sin away. We each need to think more of his cross. Without our Savior, we're total loss.